Es hat der Paul, um auf den grünen Zweig zu kommen, den Job als Kofferträger angenommen, der im Lokalblatt ausgeschrieben war, weil er mal wieder aller Mittel war. Der Herr, der mit dem letzten Abendzuge kam und unser Paulchen gleich in seine Dienste nahm, reist außer mit einer schweren Tasche mit einer ganz gerissenen Masche. Er heuert nur zum Schein sich einen Träger an und zwingt zu kriminellem Tun den ahnungslosen Mann. Die Maske aus dem Täschchen rausgeholt, verrät dem Paulchen glatt, dass er mit einem Trägerlohn hier ziemlich sicher nicht zu rechnen hat. Ein Fluchtversuch wird von dem Mann verhindert, was Paulchens Furcht vor diesem Kerl nur steigert, nicht vermindert. Derweil der arge Bösewicht mit seiner Feile feilt, ist Paul durch eine offene Tür dem Schubjack enteilt. Nur ist er damit leider in einen Hinterhalt geraten. Es hatte sich der Wachhund Fips bis jetzt mit keinem Laut verraten. Doch nun, mit Kläffen und Gebell, verfolgt er Paulchen Wachhund schnell. Der flieht ein zweites Mal, und zwar auf eine Laterne, und sieht, weil ihn der Hund am Schwanze zieht, nicht nur am Himmelssterne. Da sehen wir den bösen Mann zur Hilfe flugs erbötig. Doch nicht, weil er es nicht ansehen kann. Er hat den Paul noch nötig. Wer fragt sich schon, wo denn die Welt hinkäme, gäb's nicht die Diebes Absichtseinbruch-Warnsystem. Es weiß der Dieb, hört er den flinken Klöppel an die Glocke schlagen, bringt er das Ding zum Schweigen nicht, geht's ihm vermutlich an den Kragen. Das also, denkt der schlimme Dieb, ist der Tresor, in dem die Hunderter ganz still und bündelweise liegen. Soll nur der andere Schmiere stehen, ich bohr, so denkt er weiter, und er wird vom Geld nichts kriegen. Da schau, der Bohrer hat schon einen Schein erwischt, das Paulchen scheint entzückt, doch leider kriegt es nichts. Kein Geldschein ist sicher im Portemonnaie, wenn ein großer Magnet angebracht in der Höhe. Sofort will sich der Haderlump die Börse wiederholen, doch wirkt der Magnetismus auch auf durchgeladene Pistolen. Doch wird auf höchsten Wunsch er abgeschaltet, wodurch nun keine Kraft mehr waltet, die Eisen und Pistol verbannt, fällt Leichtmann auf das Förderband. Es steht das Männchen oben auf der Leiter und fragt man, warum's oben steht. Es ist auf diese Art ein Stückchen weiter entfernt vom heißen Schweißgerät. Denn dass so ein Ding mit lautem Knall einem um die Ohren fliegt, wäre nicht das erste Mal. Nun allerdings ist bombensicher wie ein Gang mit Vieren, dass Flaschen voll des Sauerstoffs auch gerne explodieren. Es gibt in solchem Fall der Standpunkt auf der Leiter dem Manne kaum Veranlassung zur Heiterkeit. Denn er fliegt vom Luftdruck ganz genau dahin gelenkt, wo an der Wand des Polizeireviers seit Wochen schon sein Steckbrief hängt.
Jetzt denkt der Paulchen, wo ich alleine bin, mache ich mich aber auf der Stelle dünn. Bis jetzt ist alles gut gegangen, ich will nicht, dass sie mich noch fangen. Da liegt im Weg zu Paulchens großem Kummer im Weg der Wachhund Fips. Zwar wacht er nicht, er liegt in tiefem Schlummer. Was hilft's, dass der Köter döst, wenn man selbst an die Klingel stößt? Es bleibt bei so viel Pech und ausgesprochener Dusseligkeit die Flucht quer durch die Stadt, bergab, nur in die Dunkelheit.